So, ihr habt es ja eben mitbekommen. Ich habe den Glyphenmeister besiegt und dadurch natürlich auch den Skin hier freigeschaltet. Beziehungsweise nicht den Skin, sondern halt die Stilart. Ihr seht, so sieht der Skin aus. Ist wirklich nice. Ich freue mich schon besonders auf die Variante mit dem. Ich zeige euch gerade hier die Variante. Die finde ich persönlich noch besser. Aber wenn ich die jetzt sehe, boah, ist schon nice. Aber vorweg, wie bekommt ihr den Skin? Weil darum geht es natürlich eigentlich in dem Video. Also, wir hatten ja hier die ganzen Despair-Aufträge. Ich habe die ja schon jetzt gerade alle erledigt. Und die müsst ihr eben auch erledigen. Heißt, ihr müsst alle Despair-Aufträge erledigen. Im Prinzip müsst ihr alle epischen Aufträge erledigen. Bedeutet knallhart einfach nur alle lilanen Aufgaben erledigen, die da stehen. Die Videos dazu habe ich auch alle auf meinem Kanal hochgeladen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich Ross selbst besiegt habe, dann einfach oben rechts kurz in der Infobox gucken oder das vorletzte Video, was ich hochgeladen habe, da findet ihr das Ganze natürlich auch. Und ich sage jetzt schon, der Skin ist wirklich nice. Also der Kampf hat sich wirklich gelohnt und der Kampf war auch sehr schwierig. Und wie gesagt, macht einfach alle Raft-Aufgaben, alle epischen Aufgaben und als letzte Aufgabe müsst ihr halt in Despair ihn selbst besiegen. Und wenn ihr ihn besiegt habt, droppt er noch einen Gegenstand, den müsst ihr aufheben. Und dann habt ihr die Aufgabe auch geschafft und ihr könnt auch diesen geilen Skin benutzen. Also der ist wirklich nice. Boah, ich bin so glücklich. So, wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, auch gerne ein Abo. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Spielen und haut rein.